Wir sind in Kirchheim bei der Firma Hoffmann in der Tannbergstraße. Dort wurde uns ein Brand in einer Lackieranlage gemeldet. Beim Eintreffen oder auf der Anfahrt haben wir schon eine starke Rauchentwicklung feststellen können mit massivster Rußschwärzung. Daraufhin haben wir die Einsatzkräfte entsprechend erhöht. Es waren hier im Einsatz die Feuerwehr Kirchheim, Abteilung Stadtmitte und die Abteilung Jesingen. Das Erste, was für uns wichtig war, war, dass alle Personen aus dem Gebäude evakuiert worden sind. Auch eine Nachbarfirma haben wir aufgrund der starken Rauchentwicklung auch evakuiert. Wir haben dann die Alarmstufe entsprechend erhöht, den Messzug von der Feuerwehr Ostfilter nachgefordert, die dann sofort auch entsprechende Messungen durchgeführt haben, sowie zwei Drehleitern im Einsatz, um eventuelle Glutnester auf dem Dach später zu den Nachlöscharbeiten öffnen zu können. Der Brand hat sich im Firmengebäude entwickelt, auch Richtung Sheddach. Wir konnten dann mit massivem Einsatz und Innenangriff entsprechend sofort die Löschmaßnahmen vornehmen, um das relativ schnell einzudämmen. Die Schwierigkeit war, dass in dem Gebäude, in dem Industriegebäude auch chemische Stoffe gelagert waren, die uns nicht ganz klar waren, was gelagert war. Deswegen mussten wir hier mit höchster Vorsicht vorgehen. Die Leute auf der Drehleiter oben zum Öffnen des Daches sind entsprechend gesichert. Wir haben auch mit Wärmebildkamera und Fernthermometer dann die Temperaturen von oben gemessen und festgestellt, wir müssen die Dachhaut öffnen. Die sind soweit abgesichert, für die besteht keine Gefahr. Momentan ist es so, das Feuer ist soweit aus. Es sind noch Nachlöscharbeiten und verschiedene Glutnester feststellbar. Die Ermittler von der Polizei haben jetzt auch ihre Arbeit aufgenommen. Wir haben insgesamt 13 Fahrzeuge und 65 Feuerwehrangehörige im Einsatz gehabt. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war das Gebäude bereits evakuiert. Wir haben uns dann um die Mitarbeiter gekümmert, haben die eine Betreuungsstätte eingerichtet und die Mitarbeiter dann gesichtet. Es war so, dass aufgrund der hohen Rauchentwicklung es 4 Personen gab, die erhöhte Kohlenstoffwerte hatten und zu weiteren Beobachtungen jetzt in die Klinik gebracht wurden. Der Rettungsdienst war mit 2 Rettungswagen, einem Notarzt und mir als Einsatzleiter vor Ort.